Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur 13. Episode der Hannover-Karriere. Heute steht nicht besonders viel an, Transferphase ist gerade vorbei und heute sind an sich 3 Spiele nur in dieser Folge zu sehen. Aber vielleicht passiert ja trotzdem irgendwas. Und ich hoffe, unter diesem Video passiert auch was und zwar in Form von Likes. Lasst gerne ein Like unter der Folge da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Stimmt auch unter diesem Video gerne über den Link in der Videobeschreibung ab für die Gegner der nächsten Folge. Und ich würde sagen, damit starten wir rein. Wir spielen nämlich heute unter anderem gegen Union und gegen Freiburg. Gegen Wolfsburg wird normal simuliert. Und viel drum rumreden kann man jetzt nicht. Mal gucken, ich bin am überlegen, die Formation tatsächlich umzustellen. Weil dieses 4-2-3-1 hat mega gut funktioniert. Muss man überlegen, vielleicht bringe ich so eine Formation auch mal mit Salah am Anfang. So, damit steht das erste Spiel für heute an. Wir sind im Breisgau zu Gast, das heißt auswärts gegen Freiburg. Bis gleich auf jeden Fall dann. Damit also ein herzliches Willkommen hier aus dem Breisgau, wo der SC Freiburg es also mit Hannover 96 zu tun bekommt. Ich hoffe, wir können heute den zweiten Saisonsieg einfahren. Das würde sehr schön zu unserer aktuellen Form passen, mit diesem starken Comeback gegen Frankfurt. Charlie Musonda spielt jetzt bei Freiburg, ist gewechselt von Chelsea. 5,4 Millionen war der 24-Jährige wert. Gibt heute also sein Spielerdebüt für den SC Freiburg. Hier die Aufstellung vom SC. Mark Flecken im Tor, eine Dreierkette mit Lina, Gulde und Petzella. Ein Vierer-Mittelfeld mit Musonda, Santa Maria und da ging es schon wieder zu schnell. Demirovic und Schmid vorne. Und vorne steht, ist das Ashley Barnes? Bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall noch Pedro Leon und Cork ergänzen das Mittelfeld. Hier unsere Aufstellung, Nübel im Tor, klassisch gesetzt. Die Viererkette mit Hult, Hübers, Biol und Pusch. Hult mal wieder von Anfang an. Doppel-6 mit Yusuf und Hector von Anfang an heute. Doan und Limnios auf den Außen und Duxch und Padilla von Anfang an im Sturm. Damit also rein in diese Partie. Ich hoffe, wir können jetzt eine gute Leistung abliefern gegen den SC. Sehen uns auf jeden Fall in Szene 1 wieder. Bis gleich. Das ist stark. Padilla, der ist sehr schnell. Und der läuft dem Lienhardt davon. Und Padilla kann es machen. Macht das 1:0. 7. Minute. Hannover führt mit dem ersten Schuss aufs Tor. Wunderbar. Das war ein starker Ball von Al-Hassan Yusuf, der im Mittelfeld komplett frei war. Die Freiburger sind so hoch angelaufen, da war niemand in der Nähe. Und dann konnte er diesen guten Ball auf Jorge Padilla spielen. Das geht gut los. Das geht sehr gut los. Ich spiele auch sehr gerne gegen Dreierketten, muss ich sagen. Ist ein bisschen komisch, weil Musonda ist nicht dieser klassische Wingback. Aber was ist das denn? Nübel ist allerdings da mit der Parade. Gibt aber die erste Ecke für den SC Freiburg. Pedro Leon steht dort an dieser Eckfahne. Und der ist recht gefährlich geworden. Chance jetzt zu Demirovic, legt ihn rüber für Musonda. Musonda wieder zurück. Das ist stark gespielt. Und das ist der Ausgleich für den SC Freiburg. Und es ist Barnes, der trifft. Hier sehen wir es, Demirovic mit dem Ball auf die linke Seite für den Charlie Musonda, dem neuen Spieler des SC Freiburg. Und er legt ihn in die Mitte und Barnes ist da komplett frei. Und da hat auch Nübel keine Chance. Busch, jetzt läuft vielleicht mal die Konterchance. Doan müsste mal laufen. Er legt sich den Ball aber viel zu weit nach vorne. Das war ein Handspiel, allerdings vom Freiburger. Und jetzt haben wir doch noch die Möglichkeit. Ey, ach man, er kann sie nicht durchsetzen. Weil Doan bleibt einfach stehen auf der rechten Seite. Er läuft nicht mit. Es war ein Handspiel. Vielen Dank. Ich habe X gedrückt, um zum Torwart zu passen. Aber jetzt gibt es eine gute Freischussposition. Und Pedro Leon kann, glaube ich, Freischüsse schießen, wenn mich nicht alles täuscht. So sieht es auch aus. An den Pfosten geht dieser Ball. Guter Ball jetzt mal für Manon Busch. Unten läuft Marvin Duxch. Der kann jetzt angeflankt werden. Das wird er auch. Aber da ist tatsächlich noch Petzella dazwischen. Letzte Ecke vor der Pause wahrscheinlich. Jonas Hector für Biol. Schade. Das ist Jonathan Schmid. Der ist durch. Legt den rüber. Aber das ist stark von Nübel. Holt. Halt doch mal einen Fuß dazwischen, Mensch. Ey, der geht da nicht richtig zum Ball hin. Und da ist die nächste Chance. Und die Stenne Demirovic bringt also Freiburg hier in Führung. Ne, es ist Johnny Burkhardt. Okay, der kam aber rauf. Da war echt ein bisschen Chaos, gerade im Strafraum. Und da fällt das Tor richtig blöd dort. Hult hält den Fuß nicht zwischen. Dann blockt Hübers noch einen Schuss. Und dann ist Nübel machtlos gegen Johnny Burkhardt. Jonas Hector hat einfach die Nummer 7. Nein, die müssen wir ihm definitiv abnehmen. Musonda ist jetzt da. Gegen Moroya. Setzt sich durch. Burkhardt. Schuss. Und Nübel ist da. Hector macht kein gutes Spiel. Der geht jetzt mal, unser Jugendspieler auf der linken Seite. Es geht niemand mit. Doch jetzt kommen sie langsam Richtung Mitte. Ist dort ein Padilla in der Mitte? Nein! Warum läuft der nicht Richtung Mitte, Mann? Oh, Hult, der spielt so scheiße auf der Linksverteidigerposition. Also wirklich. Ja, und am Ende heißt es 2:1. Hannover verliert in Freiburg leider.
Aber wir haben auch klar und deutlich verloren. Ich meine, guckt euch unsere Statistiken an. Die haben uns komplett auseinandergeschraubt. Da müssen wir mal in eine Pressekonferenz reingehen. Hector konnte als Hannover 96 Neuzugang im ersten Spiel leider nicht überzeugen. Wir haben sie sein doch eher enttäuschendes Debüt gesehen. Er kann definitiv mehr und er muss auch mehr zeigen, wenn er tatsächlich auch mal in die Stammformation rein möchte. Also tatsächlich. Schwieriges Spiel heute, hat ihrer Mannschaft das Selbstbewusstsein gefehlt. Die Leistung war echt inakzeptabel, das war echt katastrophal. Nach dem Rückstand in der zweiten Hälfte kam Hannover einfach nicht mehr ran. Wie lautet ihr Kommentar dazu? Wir konnten auch unser gewohntes Spiel leider nicht aufziehen. Stark in Führung gegangen, hat dann aber nachgelassen. Und so wie ich es mir vorgestellt habe, sieht es im Moment auch aus. Wir sind nach 4 Spieltagen auf Platz 13 zu finden. Haben auch Vereine wie Union, unser nächster Gegner übrigens, 4 Niederlagen aus 4 Spielen. Solche Mannschaften sind hinter uns, genauso wie Augsburg und Bremen. Ja, ich habe gerade wieder versucht, die Schalker zu suchen, aber man ist leider nicht fündig geworden in der ersten Bundesliga. Stuttgart einfach auf Platz 2, das ist sehr stark. So, und fürs kommende Spiel gegen Union habe ich mal ein bisschen formationstechnisch auch umgestellt hier für das Spiel in der HDI Arena. Und ich bin mal gespannt, ich hoffe, damit läuft es besser. Damit ein herzliches Willkommen zur letzten selbstgezockten Partie für diese Folge. Es ist ein Heimspiel gegen Union Berlin, die auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Also heute müssen wir definitiv auch Punkte holen. Eine Niederlage steht nicht im Raum. Und wir gehen rein in diese Partie, sie ist wichtig. Ich hoffe, wir zeigen ein gutes Spiel. Malik Chau mal wieder von Anfang an. Auch ein Koulibaly von Anfang an auf der linken Seite diesmal. Kann ja beide Seiten spielen. Salah von Anfang an, ich bin gespannt. Ich hoffe, er spielt sich gut. Das ist das erste Spiel von Anfang an für ihn in der neuen Formation, in seiner neuen Rolle. Ich glaube, ich sehe ihn auf der 10er-Position auch eher als jetzt zum Beispiel auf der Stürmer-Position. Starker Ball jetzt mal für Kalidou. Ne, nicht Kalidou Koulibaly, sondern Tanguy Koulibaly. Mit dem Ball Richtung Mitte. Duxch, 1-0. Wieder ein frühes Tor für Hannover. 11. Minute diesmal. Marvin Duxch mit dem 1-0. Wichtiges Tor. Unfassbar gut herausgespielt. Koulibaly läuft dort die linke Seite lang mit dem flachen Ball Richtung Mitte. Und das Duxch einfach schneller am Ball. Und macht das Ding dann sauber rein. Keeper ohne jegliche Chance. Stark von Salah und von Duxch. Jetzt ist Salah wieder auf die rechte Seite raus. Für Rizzo Doan. Und der Richtung Mitte, da ist ein Salah mit dem Kopfball. Guter Kopfball. Das ist Yusuf mit dem Ballverlust. Musa. Musa setzt sich durch. Nübel ist geschlagen. Was macht Nübel da? Was macht Alexander Nübel da? Das muss man sich nochmal angucken. Wir sehen, was Yusuf mit dem Ballverlust schön durchgelassen. Vom Unioner. Und Nübel springt dort ins kurze Eck. Springt er wirklich ins kurze Eck bei dem Schuss? Er macht gar nichts. Aber Peter Musa mit seinem zweiten Saisontor und der Ausgleich für Union Berlin. Doan gegen Giannoulis. Doan setzt sich durch. Doan kann es machen. Ich dachte, Koulibaly rennt da oben weiter. Mann! Zur zweiten Halbzeit wechseln wir direkt dreimal. Ich bringe einen Jugendspieler rauf. Ist ein bisschen gewagt, aber ich meine, er kann sich jetzt beweisen. Salah geht nämlich in die Sturmspitze. Duxch geht runter für Enriquez. Zudem kommt Boroja rauf auf die linke Verteidigerposition. Leibold hat mir gar nicht gut gefallen. Und auch ein Jonas Hector kommt rauf für Al-Hassan Yusuf. Salah als alleinige Sturmspitze vorne. Wir probieren es aus. Das ist der Ball für Salah. Schade. Anschließender Eckball. Alvarez tritt die Ecken auf den Kopf von Biol. Und das ist das 2:1 nach einer Ecke. Der Kapitän schlägt mal zu. Gute Ecke und das ist mal ein Assist für unseren Jugendspieler, der seit der ersten Saison tatsächlich Stamm spielt. Für Alvarez, der also mit dem guten Eckball auf den Kopf von Jaka Biol, der sich gegen zwei Leute durchsetzt. Jonas Hector sieht den durchstartenden Roland Salah. Salah schließt ab und das ist eine gute Parade von Andreas Lute. Das ist Ware. Ist das, ja moin, das ist Tyrion Ware oder wie er heißt. Setzt sich hier gut durch mit dem Abschluss. Gut geblockt von Hübers. Chance besteht weiterhin. Union mit der Möglichkeit, das ist Kruse und der Tunnel Nübel. Oh mein Gott, ist das ist gut gespielt. Und Nübel wird bestraft mit der Höchststrafe. Die Unioner schlagen hier wieder zu. Hier sehen wir es. Guter Doppelpass. Und nee, ich glaube, Nübel wurde nicht getunnelt, oder? Sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Ging er durch die Beine? Er ging nicht durch die Beine, okay. Suleiman Abdullahi wurde gerade eingewechselt. Abdullahi sollte euch noch ein Begriff sein für alle die, die Magdeburg-Karriere geguckt haben. Schlechter Pass von Roland Salah. Also wirklich, Pässe kann der Typ einfach nicht spielen. Am Ende endet es 2:2. Hannover kann keinen zweiten Saisonsieg holen. Wir dürfen Nationaltrainer für Nordirland bleiben. Was wollen die von uns? Wir sollen uns für beide Sachen mal qualifizieren. Okay, das müssen wir angehen. Ich bleibe Nordirland-Trainer. Ich habe kein Spiel mit Nordirland gewonnen. Sie wollen mit mir verlängern. Aber okay, sehe ich so ein, ist sehr gut. Ich meine, ich habe ja auch mitten in der Qualifikation übernommen.
Ich habe ja nicht so viele Spiele gehabt. Okay, ich glaube, es waren 8 Spiele. Keins davon habe ich gewonnen. So, mit der Formation geht es jetzt also in die normale Simulation auswärts bei Wolfsburg. Ich versuche es wieder mit Salai, wieder in einem 4-2-3-1. Und die haben unter anderem Mbabu und Van de Beek und Delaney rumzulaufen. Die Wolfsburger, die unser jetziger Gegner sind. Ich gehe mal ein bisschen mehr auf Gesamtstärke, Hector deswegen von Anfang an. Und ich hoffe, dass es vielleicht was werden könnte gegen die Wölfe, die sind Vierter. Padilla, Salai, das ist Hector, Hector, Salai! Salai mit dem 1:0, Roland Salai trifft, zweites Saisontor für den Ungarn. Ich muss Hector unbedingt die Nummer 7 wegnehmen, also wirklich. Roland Salai bringt also die Hannoveraner hier im Niedersachsen-Derby in Führung gegen die Wölfe. Aber wir stehen gut hinten, wir stehen sehr gut hinten. Ich wechsle auch, Koulibaly kommt drauf auf die linke Seite. Wunderbarer Ball für Rizzo Dorn, komm, mach was draus. Salai in die Mitte mit dem Ding. Mann, nee, er verliert den Ball. Zu lange überlegt, was soll das? Komm schon, Salai, guter Ball für Padilla. Padilla 2:0, Salai mit dem Assist. Dritter Scorerpunkt. Und vielleicht holen wir dann doch noch gegen den vermeintlich stärksten Gegner in dieser Folge heute den nächsten Saisonsieg. Das ist Salai, komm. Ich spiele den gut auf Doan, 3:0. Nächster Assist für Roland Salai. 3:0, Rizzo Doan, wunderbar. Also Salai an allen 3 Toren heute beteiligt. Salai ist Man of the Match. Und das ist eine Nachricht von Roland Salai. Hallo Boss, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass ich alles tun werde, um mit der Mannschaft Erfolg zu haben. Wenn Sie es so wollen, dann spiele ich gerne als offensiver Mittelfeldspieler. Danke, genau dort habe ich dich auch eingeplant. Aus meiner Sicht machst du das sehr gut. Gucken wir mal, wie viele Scorerpunkte hat er denn jetzt schon in der Saison gesammelt? 4 Scorerpunkte hat er tatsächlich schon. 2 Tore und 2 Vorlagen, alles in der Bundesliga natürlich. Im DFB-Pokal kann ich gerne auch drauf. Also kann er gerne machen, wenn er möchte. Und der bringt uns Evan Young. Der hat zwar nicht so einen hohen Marktwert, aber Potenzial. 82 bis 94, den nehme ich definitiv mit. So Leute, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Also der Überraschungssieg gegen Wolfsburg war überragend. Also Salai ist angekommen. Ich hoffe, ihr seid es in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei am Start. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder. Bis dahin, haut auch natürlich rein und ciao.